Hey Leute, ich habe gerade im Battlefield Forum den Tweet verfolgt, wo es um das Easter Egg Jagd auf Perilous Storm geht. Und ich wollte ein kleines Video machen, nichts Spektakuläres, also nichts großartig Neues oder so, aber noch so ein paar Sachen zeigen, die nochmal interessant sind. Einmal wollte ich das zeigen, dass das Herz noch da ist, dann wollte ich eine Aufnahme machen von den Bomben auf dem Träger. Und was auch ich ein bisschen komisch finde, bei dem Herz, hier vorne, ich fliege gerade hin, da sind so Drahtseile, die so in die Luft steigen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei mir ein Grafikbug ist oder so, aber irgendwie ist das ein bisschen unrealistisch. Aber ich glaube, die sind einfach so, ne? Hier, ihr seht sie gerade, hier, das eine. Es geht hier so in den Boden. Wenn man hier so hoch geht, dann geht das so spitz zu. Das sieht ja nicht normal aus. Da vorne ist noch eins. Und das Herz ist übrigens da. Im Forum meinten, dass es nicht mehr da ist. Das ist nur schwer zu finden. Das ist genau an dieser Stelle, wo hier der. Hier an der Stelle halt hier. Warte. So. Vorne muss das. Da ist es. Also das Herz ist noch da. Es wurde, glaube ich, gesagt, irgendwie, dass die Map wohl verändert werden sollte. Ich meine auch gelesen zu haben, dass DICE das ändern wollte, weil man in den Träger reinglitschen kann und dass sie das ändern wollten. Das haben sie aber, glaube ich, wohl noch nicht gemacht. Da haben wohl Leute überprüft, dass die Map immer noch so ist, wie sie früher war. Hier ist übrigens diese Stelle, die mir aufgefallen ist, wo das Wasser anders ist und wo es unter Wasser auch dunkler ist. Das ist übrigens gerade so außerhalb der Map sozusagen, wo man ohne Flugfahrzeuge hin kann. Also das ist hier auch recht flach. Und das ist halt eine Besonderheit, weil es einfach nur an dieser einen Stelle sieht das Wasser anders aus. Ich kann nochmal hier so ein bisschen weiter wegfliegen. Ja, und wie gesagt, halt zu Fuß, also schwimmend oder mit dem Boot ist man da außerhalb der Map. Mit dem Helikopter kann man hin. Dieses Windrad, wo ich drauf zufliege, das habe ich mir schon angeguckt, da ist nichts Besonderes. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Das ist genau auf diesem Radius von diesen Metern, die Angabe da gezeigt hatte. Also ich kann kurz mal, sieht alles normal Standard aus, ist nichts Besonderes. Hier. So. Gibt ja auch die Theorie, dass, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, irgendwie, dass man mit drei Ripboots da um irgendwas rumfahren soll und damit was triggern soll, aber woher das jetzt kommt und so, habe ich keine Ahnung. Aber hier ist halt nichts Besonderes, würde ich sagen. Das ist einfach nur ein Windrad. So, jetzt nochmal zu den Bomben, die im Flugzeugträger drin sind. Ich glaube, da sind chinesische Zeichen drauf. Ich glaube, die hat noch bisher keiner übersetzt. Das wäre nochmal interessant. Ich kann Mandarin leider nicht. Keine Ahnung, ich mache da gleich mal eine gute Aufnahme von, dass das vielleicht irgendwer den Chinesen kennt, der das kann. Hier gab es auch nochmal irgendwie so einen Punkt, der irgendwie leuchten sollte oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der sein soll. Hier irgendwie. Ich sehe da jetzt erstmal nichts, aber nochmal schnell. Achso, die Inseln da hinten, ich glaube, da meinte einer, ob die neu wären. Die sind aber, glaube ich, schon seit eh und je da. Ich glaube, er meinte die. Oh, kann ich gleich auch nochmal hingucken. Hier beim Träger, wenn man hier so reinfährt, dann sind hier diese beiden, ich denke mal Bomben sind das, irgendwie so in so einem Kasten drin. Ich stelle mal ganz kurz die Grafik auf Maximum, damit man hier gleich eine möglichst gute Texturaufnahme der Schrift hier hat. So, das steht da in Chinesisch drauf. B50, B057, wenn nicht, oder 2, ich glaube, es ist eine 2. Ja, und dann dieses Mandarin da irgendwie. Die Besonderheit an den Teilen ist, die kommen hi nur hier vor und die sind beweglich. Also man kann die vor sich herschieben. Also ich meine, irgendwer hätte geschrieben, dass er die schon mal in ein Ripboot reingekriegt hätte. Ja, die liegen nur hier, sonst sind die nirgendwo vorgekommen. Hier sieht man auch nochmal. Wieder mit Mandarin und da unten irgend so ein Schrift-Zahlencode. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. 010981 könnte ja 1981 vielleicht sein.
1.9.1981. Hm. Kein Plan. Na gut, dann nochmal hier zu den Inseln kurz hin. Da dürfte aber auch nichts Besonderes sein, weil die dürften nicht neu sein. Hm, oder was? Ein paar Steine. Die dürften nicht neu sein. Und da dürfte, denke ich, dann auch das dann nichts sein. Ja. In die Beschreibung von dem Video packe ich nochmal den Link ins Battlefield Forum rein zu dem Thema. Übrigens, Megalodon gibt es ja auf Nasha Strike, der Map. Dass es noch ein zweiter Megalodon auf Paris' Storm sein soll, ist unwahrscheinlich, aber es wird ja auch gemunkelt, es muss ja nicht ein Megalodon sein, kann ja auch ein Kraken sein oder sonstiges. Gut, ja, achso, jetzt vielleicht nochmal zum Schluss. Warte mal, dann nehmen wir mal eine andere Karte hier. Hier vorne ist der Turm, wo auch eine Super-Sniper ist, also diese Pickup-Waffen, die One-Hitten auf Entfernung. Dadurch wird ja auch das Levolution-Event auf Hanan Resort ausgelöst. Okay, ich glaube, ich bin gerade auf dem Server, bevor die Map gestartet ist, deswegen ist die hier nicht. Aber die Pickup-Waffe müsste hier liegen. Und hier oben wird gemunkelt, hier gibt es auch dieses Zeichen. Wenn ihr da reinguckt, steht da Raw. Was auch eine Anspielung ist auf diese Kiste, die in Dragon's Teeth gefunden ist, die nur manchmal anzeigt, diesen Hint irgendwie, Paris' Storm, irgendwas durchgekrisselt, irgendwas durchgekrisselt, gleich so High-Szene, aber das kennt ihr bestimmt. Ja, hier ist dieses Raw. Meine Idee wäre ja irgendwie, dass man sich hier irgendwie mit der Supersniper reinstellt und dann auf irgendwas schießen muss. Vielleicht das Windrad, was genau auf diesem Radius liegt, man weiß es nicht. Was ich auch nochmal in einem Video gesehen habe, ich glaube mit einer MAF-Drohne hat das einer gemacht, der ist hier irgendwie mit der MAF-Drohne hier so rumgeflogen und hat nach oben geguckt und dann ist genau mittig über diesem Radarteil, was sich dreht, so ein weißer Punkt gewesen. So ähnlich könnte man das sagen, der hat so geblitzt, so ähnlich wie bei Golmud Railway, wo man den Yeti pullt oder den Yeti auslöst, den Schrei. Habe ich auch nichts weiter zu gehört. Naja gut, das ist jetzt erstmal alles, was ich sagen kann. Link im Forum. Keep searching, ja? Go.